Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hogwarts Mystery. Ich möchte endlich zusammen mit euch das fünfte Schuljahr weiter durchspielen, denn wir haben bereits Montag, das zweite Kapitel wurde letzte Woche freigeschaltet, aber ich hänge noch immer im ersten Kapitel und zwar genauer gesagt bei Teil 4 von 4 und wir müssen uns mit Ben im Innenhof treffen. Also nichts wie hin. Wir wollen den kleinen Kerl ja nicht warten lassen. Ben im Innenhof treffen. Ja, da bin ich mal gespannt, was er zu erzählen hat. Mit ihm ist es ist ja immer noch ein bisschen heikel, sage ich mal. Ne? Also ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von Ben halten soll. Ich weiß, ihr seid euch da auch nicht ganz schlüssig. Der eine Teil sagt, er hat auf jeden Fall etwas mit R zu tun. Der andere sagt, nee, auf keinen Fall. Mal gucken, ob es da jetzt neue Informationen gibt. Lord, ich bin überrascht, dass du gekommen bist. Okay, englische Antworten. Was wählen wir denn aus? Ich möchte wissen, was passiert ist. Ich denke, das interessiert uns alle am meisten. Ich möchte wissen, warum du mich angegriffen hast. Wenn jemand die Kontrolle über dich übernommen hat, will ich wissen, wer das war. Nun, ich bin froh, dass du mir nicht böse bist. Trotzdem bin ich etwas enttäuscht, dass du dir um mich keine Sorgen machst. Ich wollte selbst erst verstehen, was passiert ist, aber jedes Mal, wenn ich es versuche, bekomme ich eine solche Angst. Wovor hast du Angst? Dass wieder jemand die Kontrolle über mich übernimmt und ich noch schlimmere Dinge anstelle. Dass ich möglicherweise schon schlimmere Sachen getan habe und mich nicht dran erinnere. Erzähl mir alles, was in jener Nacht geschehen ist. Wir versuchen, das hinzukriegen. Da bin ich ja mal gespannt, ob der Ben das hinkriegt. Direkt eine 8-Stunden-Aufgabe, okay. Alles klar, dann los. The next day. Gehen die einfach weg? Einfach mal aufstehen, ein paar Meter weggehen, um da weiterzureden. Ich wünschte, ich würde mich an mehr erinnern, aber selbst nach all der Zeit schaffe ich es nicht. Madame Pomfrey hat alles versucht, nachdem Rakepick mich in den Krankenflügel gebracht hat. Es ist hoffnungslos. Ich bin hoffnungslos. Nichts ist hoffnungslos. Wir kriegen das hin, so oder so. Lord, vertraust du mir noch nach all dem, was passiert ist? Vertrauen wir ihm? Ich bin mir da ja ehrlich gesagt auch nicht so ganz sicher. Ich vertraue dir nicht, ich bin mir nicht sicher. Das habe ich gerade gesagt. Ja, komm. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, Ben. Ich kann mir nicht sicher sein, bis ich die Wahrheit herausgefunden habe. Ich verstehe. Ich würde mich an deiner Stelle bestimmt genauso fühlen. Pass auf! Was? Hä? Ben! Krass. Mann, warum haben wir ihm nicht vertraut? Er hat doch die Wahrheit gesagt. Ich habe dir gesagt, dass der Tod nach Hogwarts kommen würde, Lord Knips. Wir brauchen dich lebendig, aber noch bevor das Jahr endet, wird einer deiner Freunde sterben müssen. Einer deiner Freunde sterben müssen, klingt aber nicht so super. Das war doch ein Abschluss. Kapitel 1 abgeschlossen, das fünfte Jahr beginnt. Prämien 1000 Münzen, 2000 Erfahrungspunkte. Kapitel 2. Ernste Gefahr. Ein neuer schwarzer Magier warnt dich, dass vor dem Ende des Schuljahres einer deiner Freunde sterben wird. Leider kann es früher passieren, als du denkst. Mal schauen, wer sterben wird. Hoffentlich nicht. Tulip. Das wäre sehr traurig. Da müsste ich echt... Ja, Levelaufstieg. Ich wollte gerade sagen, ich müsste weinen, aber jetzt freue ich mich. Ein paar Diamanten. Perfekt. So,
Dann haben wir wieder ein paar Schulstunden vor uns. Haarsträubend und Salvio Hexia. Und ein Treffen mit Merula steht bevor in den drei Besen. Dann möchte ich da natürlich erstmal hin. Die ganzen Unterrichtsstunden, die schließe ich immer nebenbei ab. Da müsst ihr ja nicht zugucken. Das ist ja nicht gerade sonderlich spannend. Außer es passiert was Interessantes wie in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das Fach wurde übrigens gefixt. Ich denke mal, ihr habt das auch schon mitbekommen. Ich werde das jetzt in, ja, wahrscheinlich dem nächsten Update-Video auch nochmal ansprechen. Die 8 Stunden zu den paar Energiepunkten sind leider passé. Naja, man hätte sich denken können. Ich habe ja in meinem Video noch gesagt, vielleicht ist es irgendwie von Gem City gewollt, aber mir war schon irgendwo klar, dass es sich da vermutlich um einen Bug handelt und der wurde jetzt eben gefixt. So, wir befinden uns jetzt in den drei Besen und das ist doch mal eine nette andere Perspektive, oder? Der Laden ist gut gefüllt und wir treffen uns da hinten irgendwo mit Merula. Ach nee, da oben ist sie mit Bill. Ja, dann mal die Treppe hinauf. Was weißt du über den Zauberer, der mich eben bedroht hat, Lock? Ich glaube, das ist wieder ein Fehler im Spiel. Ich denke nicht, dass ich mich da selber anspreche, oder? Wahrscheinlich Merula, denke ich mal. Ach nee, Bill. Was? Er war genau wie Ben gekleidet, als er uns letztes Jahr angegriffen hat. Doch Ben war bei mir, also war er es nicht. Was hat er gesagt? Er meinte, einer meiner Freunde würde sterben, noch bevor das Jahr vorbei ist. Dann ist es ja gut, dass wir keine Freunde sind. Ja. Warum hast du immer irgendwelche mysteriösen Mörder am Hals? Und wieso machen sie all ihre Arbeit so schlecht? Gute Frage. Was willst du? Ich habe dich und Weasley hergebeten, um zu sehen, ob wir miteinander auskommen. Fängt ja nicht gerade gut an. Mein einziger Wunsch ist, das nächste verwunschene Verlies aufzuspüren, um endlich meinen Bruder finden zu können. Ich arbeite mit dir und jedem sonst zusammen, wenn ich ihn dadurch schneller finde. Heißt das, du vertraust mir? Nee, ganz sicher nicht. Überhaupt nicht. Ich kann dir nicht vertrauen. Seit meinem ersten Tag in Hogwarts hast du mich nur hintergangen, erniedrigt und angegriffen. Denk dran, dass du dank meiner einzigartigen Unterstützung um einiges stärker bist. Rakepick hat recht. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, müssen wir uns vertrauen und einander beschützen. Dass die immer wieder wollen, dass wir uns mit Merula anfreunden. Es darf ja nicht sein, dass wir hier irgendwie getrennte Wege gehen und Rivalen bleiben. Ja. Wir sollten über solche Probleme reden, damit wenigstens jeder seine Meinung sagen kann. Total diplomatisch. Mir ist lieber, dass wir uns hier streiten, als vor dem Ungeheuer, das vor dem nächsten Verlies auf uns wartet. Ja, wenn er meint, dann wollen wir mal diskutieren. 1 hour later. Fühlst du dich jetzt besser, Knüps? Zumindest bis du wieder versuchst, mich zu töten. Lord! Penny, was machst du hier? Beatrice ist verschwunden. Hast du sie gesehen? Nein. Sie wollte eigentlich nach dem Unterricht direkt in den Gemeinschaftsraum zurückkehren, aber niemand hat sie gesehen. Wir durchsuchen das Schloss. Filch und die Lehrer durchsuchen das Schloss bereits. Ich habe nach dir gesucht, Lord. Ich fürchte, sie könnte im verbotenen Wald sein, nach all den Geschichten, die ich über dich und den Wald erzählt habe. Der Wald ist riesig. Wir sollten uns aufteilen. Ich fange im Loch von Rotkappe an. Es ist zu gefährlich, alleine zu gehen, Lord. Du solltest jemanden mitnehmen. Merula auf keinen Fall. Penny hat, glaube ich, auch andere Sorgen. Ich würde sagen, wir nehmen den guten alten Bill mit. Du und ich sollten das Loch von Rotkappe und das Spinnennest durchsuchen, da es dort am gefährlichsten ist. Merula und Penny können mit dem Waldheim beginnen. Vielleicht hat Torvus ja etwas gesehen. Also gut, fangen wir an. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass Beatrice ganz alleine im Wald sein könnte. Keine Sorge, Penny, wir finden deine Schwester. Sieh an, wie wir zusammenarbeiten.
wie eine glückliche Hogwarts-Familie. Wie eine glückliche Hogwarts-Familie. So, das Treffen mit Bill im Rotkappenloch. Ich würde sagen, das heben wir uns dann für die nächste Folge auf. War diesmal ein bisschen kürzer als sonst, aber dafür geht es in der nächsten Folge dann so richtig los. Ab in den verbotenen Wald und Pennys Schwester finden. Bis dahin sage ich alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.